Dann ist Berg. Da hinten ist flach. Der wird zwar genauso flach wie deine Titten. Ist bestimmt kein guter Anmachspruch. Nein. Definitiv nein. Nein. Schlechtester Anmachspruch, den du kennst? Hat es wehgetan, als du vor mir gefallen bist? Den hatte ich auch im Kopf. Na, jetzt musst du raus und anderen. Verdammt. Oh, ich glaube, im Himmel wird ein Engel vermisst. Der war genauso schlecht. Ja. Deswegen. Boah. Mir würde auch sonst keiner einfallen. Ehrlich zu sein, interessiert mich auch gar nicht. Oh mein Gott. Der Typ ist immer noch arbeitslos und verdient Millionen mit Büchern. Nein, ist er nicht arbeitslos. Ist er ein Schriftsteller. In Sims ist er arbeitslos. Ist ein Schriftknecht. Der tapfere Schreiberling. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt. Ich wünschte, ich hätte ein paar Enderperlen, um ist den Weg halbwegs. Da bräuchtest du aber auch Fellerfallstiefel. Nicht unbedingt. Der Schaden ist minimal, den die machen. Hoch genug. Ein halbes Herz, wenn es hochkommt. Achievement unlocked. Zombie verarscht. Trollololol. Hey, Skelett in Goldhelm. Sollte ich eventuell klatschen für ein paar Knochen? Sie bauen mir. Nee, für Hunde. Und schon. Falls ich denn mal welche sehe, davon habe ich auch noch keine gesehen. Im Prinzip, jetzt ist es dunkel. Jetzt müsste ich mich eigentlich nur noch auf mein Gehör verlassen, weil Zombies rennen ja immer zur nächstbesten Tür. Oder zum Spieler, wenn der näher ist. Und was ist, wenn beides gleich entfernt ist? Dann gehen sie zur Tür. Tür hat Priorität. Okay. Ja. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Es ist Minecraft Repeat. Nein, das ist. Oh, doch, stimmt. Bist du ein Hund? Es hat auf jeden Fall einen Schweif. Und es ist klein und schmal und auf vier Beinen. Dann könnte es ein Ocelot sein. Es ist weiß. Dann könnte es doch ein Hund sein. Yay, Hundis. Na, wie nennst du dein neuestes Meisterwerk? Sternenhimmel. Weil das ein Bild ist. Ich habe noch das Buch weiter. Ist das ein Bild? Er malt doch gerade ein bisschen, auf jeden Fall. Also. Falls er gestresst ist. Stressab merken, Kinder, bei Stressaufbau hilft Malen. Hundi? Yay! Ein Teil ist hier schon mal geschafft. Yay, jetzt habe ich zwei. Jetzt könnte ich sie paaren lassen, hätte ich einen kleinen Bello. Müsstest du den auch noch zähmen? Nee, ne? Nee, nee. Wäre doch so ein bisschen mies. Bumm, zwei Gammelfleisch, fertig.
Warum ist die Tiger grad so riesengroß? Weißt du, die Gebiete sind jetzt schon so groß. Was wäre passiert, wenn ich auf große Biome gestellt hätte? Wären wir erstmal beim Rechnen abgekackt. Das sowieso. Und dann spawnst du in der Wüste. Verdammt. Oh, ich hatte eben für einen kurzen Moment die Hoffnung, dass ich gerade in den Dschungel reingehe. Weil das Gras so richtig grün wurde und dann war es nun halt. Hoffnung zerplatzt. Ach, meine Frau lockt jetzt darüber fix. Zur Tobias Lagerhausgesellschaft. Ja, ich meine, wer es braucht. Wie weit bin ich denn momentan? X5000 Y69 Z521. Na denn. Läuft. Ich wäre ja froh, wenn ich einen Sattel finden würde. Und die Pferde von eben gerade. Die 10 Millionen. Hm. Boah, ich die nicht geschmerzt, hätte ich noch ein bisschen Leder gekriegt. Oder auch hier. Ich weiß nicht, wie hoch die Jobchance von Leder bei denen ist. Oh nein, Zombies. Wo sind eigentlich meine Hunde? Ach da. Mein Schwert ist kaputt. GG easy. Would never fight again. Nein, Creeper. Nein, meine Hunde wurden angesprengt. Aber der Zombie hat auf jeden Fall wieder eine Kartoffel gedroppt. Nein, Hunde. Greift nicht die Zombies an. Nein, nicht traurig sein, Hundi. Aua. Vielleicht bin ich tot, wenn es so weitergeht. Das ist aber auch ein geniales Laptop-Design, fällt mir gerade auf. Das Touchpad ist oben, über der Tastatur. Bei dem Laptop in Sims. Oh, ein Hund lebt noch. Ja, Hundi, ich gebe dir gleich ein bisschen Gammelfleisch, aber erstmal muss ich mal recken. Ich hab nur noch ein Herz. Und das Lustige ist, ich bin so schlau gewesen und hab den Lohnruten mitgenommen. Oh. Und eine goldene Pferderüstung. Oh, ich hab noch ein Steinschwert dabei. GG easy. Would never fight again. Would never play the shit again. Solange mir der Hund nicht wieder einfach direkt ins Schwert springt. Suicidal Dog. Call of Duty Dogs. Nein, Ghost. Dogs. Ghost and Goblins. Ghost Goblins? Nee. Du meinst wohl super cool zum Ghosts. Ghost and Goblins heißt das aber auch. Da habe ich zwei Kartoffeln und eine Karotte. Aber kein Dorf. Oder Dschungel. Oder eine Wüste. Was wäre es jetzt? Dann finde ich eine Wüste und die ist ganz klein. Und keine Pyramide drin. Damit rechne ich ja so eigentlich. Hey, guck mal, eine Wüste. Zwei Blocken groß. Das geht nicht. Und kannst du mir mal eben. Oh, doch nicht. Ja, genau, genau. Geh weg, Spinne. Kann in Sims auch ein Raum überdekoriert sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, da wurde gerade ein neutraler Hund gesprengt. Nein, 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 nein. Oh, der arme Hund. Sag's dem Creeper, nicht mir. Ich muss mal eben schnell weg. Ich hoffe, mein Hund wird nicht getötet von dem Skelett. Ich habe die Befürchtung, dass es gerade eben passiert. Ja, genau. Aimbot! Aimbot! Ne, mein Hund! Er tötet das Skelett! Braver Hundi, dafür habe ich dich angestellt.
Spider-like-Ding. Ah, ne. Fast. Fat Man. Von Fallout 3. Hat mein Hund überlebt? Ich glaube nicht. Neben dem Skelett im Wasser aus nächster Nähe. Speedtag. Nein, mein Hund ist tot. Aber ich hab einen gezähmt gehabt. Hätte sie ihn da parken können irgendwo und dann ist einfach nach Hause gegangen. Ja, der wäre aber nicht mitgekommen. Kein Teleport? Nein, das macht er nur, wenn du nicht sitzt. Wenn du angegriffen bist? Dann ja, aber auch nur auf eine bestimmte Reichweite. Across the whole map. Nee, das nicht. Alter, was ist das hier gerade für eine Gegend? Aua. Ist mir auch das Fleisch ausgegangen. Ich Idiot hätte doch einfach den Goldapfel essen können. Aber so schnell wäre ich nicht ins Inventar gekommen. Oh, das Buch ist ja fast fertig, was er gerade schreibt. Erstmal vergammeltes Fleisch essen. Und wieder nur Wald, Alter. Warte, hier lichtet es sich ein bisschen und es zeigt mir mehr. Also mehr. Nicht mehr. Im Sinne von viel. Wasser. Ja, Wasser. Wurde es nicht auch geregelt, dass die Ozeane klein sind? Ja, und verschiedene Arten. So ganz klein, also so richtig hoch. Noch übelst tief. Sowas halt. Also was total unnütz ist. Ah, jedes Mal, wenn ich so viel Sand auf einen Fleck sehe, denke ich die ganze Zeit, das ist Wüste, aber. Es ist nur loser Sand. Warum habe ich eigentlich die Lohnrouten mitgenommen? Weil du es kannst. Ach ja, ich wollte mal eben suchen gehen. Jetzt sind wir schon in der dritten Folge dran. Hoho. Fast. Sollte es gleich Ende der zweiten sein. Ne, der dritten. Ach, dann sind wir schon gleich an der vierten. Oh. Kühl schlachte ich trotzdem gerne. Kann man immer mitnehmen. Ja, eben. Zudem habe ich gerade nichts mehr. So, und wir haben gelernt, nicht einfach drauf los smashen. Für die Extreme Hills. Sag mal, was ist das für eine Map? Ich glaube, ich sollte mich langsam mal zurückbewegen. So dezent. Hätte ich das wichtigste Zeug davon dabei, hätte ich gesagt, okay, baue ich einfach eine neue Basis auf, aber. Aber so macht das doch alles keinen Sinn. Oh, so viele Kühe. Ich muss sie alle essen. Dem ich sie getötet habe. Ich wollte ja Karotten essen, das Problem ist, ich habe nur eine. Nein, jetzt auch mein Steinschwert kaputt. Habe ich Holz dabei? Nee. Habe ich eine Axt dabei? Nee. Dann mach dir doch eine Axt. Ja, ich muss jetzt mal Holz fällen. Dann mache ich mir keine Axt, sondern lieber gleich ein Schwert. Oder zwei. Oder acht. Habe ich noch zwei Bögen, die ich reparieren kann. Snowballs kann ich noch kombinieren.